50 Jahre diplomatische Beziehungen zwischen beiden Ländern. Anlass für eine ganz besondere Einladung. 180 junge Deutsche fahren für 5 Tage nach Israel zum Kennenlernen. Los geht's in Berlin mit Verabschiedung vom israelischen Botschafter Jakob Harders-Handelsmann und Daniela Schad, der Lebensgefährtin von Bundespräsident Joachim Gauck. Ziel Tel Aviv. Ich freue mich darauf, tatsächlich das erste Mal Israel live zu erleben und ein genaueres Bild davon zu bekommen, wie dies tatsächlich vor Ort ist. Ich wollte schon immer mal nach Israel reisen, stand ganz weit oben auf meiner To-Do-Liste, wenn es ums Reisen geht. Und deswegen freue ich mich, das Land kennenzulernen, Jerusalem, Tel Aviv, auch viele tolle Leute. Auf die Oper freue ich mich sehr und bin einfach nur gespannt und weiß nicht, was mich erwartet. Ich freue mich am meisten auf eine schöne Reise, viele nette Begegnungen und einfach einen spannenden Austausch im schönen Land. Zur Einstimmung auf die Reise serviert die Crew Bier. Ein ganz besonderes, erfunden von einer Marketingagentur. Wir und unsere Kollegen in Tel Aviv haben uns überlegt, wie wir eigentlich diese 50 Jahre diplomatische Beziehung zwischen Deutschland und Israel gebührend feiern können. Und dann haben wir uns eigentlich ganz einfach überlegt, wir verbinden die zwei Hauptgerichte der beiden Nationen zusammen. Zum einen Bier, zum anderen Hummus. Und haben somit eigentlich das erste Hummus-Craft-Bier gebraut. Zur Reiseeröffnung erstmal anzustoßen, überhin wollen, ist, glaube ich, nicht der schlechteste Start. Auf dem Programm für die nächsten Tage stehen Begegnungen. Mit Menschen, mit Kulturen, symbolhaft dafür Jerusalem, die jahrtausendealte Stadt. Schmelztiegel so vieler verschiedenen Religionen und Kulturen sich hier in einem geografischen Ort vereint. Und unser Tourguide hat auch erwähnt, dass es wirklich auch Hoffnung macht, dass man aus diesem gemeinsamen Ort auch in der Zukunft ein besseres Zueinander findet. Dieses wahnsinnig enge Wirrwarr aus Gassen, Basarständen, überall Kirchen der unterschiedlichsten christlichen Gruppen, dann wieder die Dächer von Moscheen, hier jetzt im Hintergrund die Lagemauer. Leider haben wir nicht mehr Zeit, aber beeindruckend. Beeindruckend ist auch die kulinarische Vielfalt. Auf dem Machne Yehuda Markt preisen 250 Händler auf 1000 Quadratmeter ihre Waren an. Auch den Klassiker überhaupt, Hummus. Ich muss sagen, das ist der beste Hummus, den ich bislang gegessen habe. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe noch nicht so viel gegessen. Also die einzige Referenzgröße ist der Hummus im Flieger. Ich glaube, das ist vielleicht nicht unbedingt die beste. Aber schmeckt echt gut. Beim Besuch im Außenministerium geht es dann um Politik. Und die ist kompliziert in Israel. Es gibt viele Fragen zum israelisch-palästinensischen Konflikt, beantwortet vom deutschen Botschafter Clemens von Götze und Dore Gold, Generaldirektor des Außenministeriums. Die Atmosphäre ist offen. Ich bin das erste Mal in Israel und davor habe ich eigentlich ein bisschen Angst gehabt mit dem Gedanken an die Reise, dass wir nicht offen über den Konflikt reden können, dass man hier irgendwie vorsichtig sein muss, sich politisch korrekt verhalten muss, gerade auf so einer diplomatischen Reise von der Botschaft organisiert, und das hat sich eigentlich total geändert. Ich glaube, hier kann man echt, gibt es eine ganz interessante Diskussionskultur, wo man auch gegensätzlicher Meinung sein kann. Beim Vortrag von Ariel Shalikar wird es persönlich. Er ist ein deutscher Jude aus Berlin-Wedding und Major in der israelischen Armee. Das Verhältnis beider Länder zueinander ist ihm eine Herzensangelegenheit. Ich hoffe, dass diese Woche jetzt für diese 200 jüngeren Deutschen wirklich ein anderes Israel zeigt. Ein Israel, was Vielfalt hat, ein Israel mit Minderheiten, ein Israel mit Wirtschaft, ein Israel, was verschiedenste Meinungen hat, genauso wie in Deutschland, von A bis Z, alles ist dabei. Leider keine Weihnachtsmärkte, aber sonst ist eigentlich alles da. Und in dem Sinne, dass man mit dieser Message zurückgeht und die seinen Freunden und der Familie weiterleitet. Die Beziehung zwischen Deutschland und Israel ist stark geprägt von den Verbrechen der Deutschen an den Juden. In der Gedenkstätte Yad Vashem wird daran erinnert. Ich glaube, da geht es nicht nur mir so, dass wir irgendwie alle jetzt ein bisschen down sind irgendwie danach. Auch wenn es eigentlich auch irgendwo schön war, dass es so eine große Einrichtung gibt, dass an den ganzen, also wirklich hier auch was getan wird, dass man sich erinnert. Aber es ist schon eine komische Atmosphäre, also hier vor Ort zu sein und irgendwie
super viele Israelis um sich herum zu haben und Juden, und man steht daneben und schämt sich wirklich fast so ein bisschen eigentlich für das, was passiert ist. Es war wahnsinnig beeindruckend, auch die Größe des Ganzen hier und auch dann rauszukommen vor allem und wieder das Licht zu sehen, und es ist einfach echt sehr stimmungsvoll gewesen und sehr traurig, aber auch schön zugleich. Nach der Erinnerung an die Verbrechen der Deutschen an den Juden wirkt es wie ein Wunder, dass sich der israelische Staatspräsident nur 70 Jahre später mit einer Gruppe von Deutschen trifft. Ganz selbstverständlich, entspannt und freundschaftlich. This meeting is about the future. A future which holds even more possibilities than the past. Our two peoples, our two nations have overcome such a difficult past and given birth to the incredible cooperation in the present, and we must carry this forward in the future. Diese Haltung in die Zukunft zu tragen, eine Aufgabe, die diese 180 jungen Deutschen gerne übernehmen werden.